Jo Leute, was geht? Wir sind jetzt gleich auf dem Weg nach Berlin. Mal wieder. Ich sag's euch, zweite Heimat. Einfach meine zweite Heimat. Wir treffen erstmal die liebe Katha und vielleicht auch schon vorher Anne. Denn heute schauen wir uns einen neuen Kinofilm an. Premiere. Und zwar von One Piece Red. Ich bin super aufgeregt, nicht nur wegen des Films, sondern auch wegen den Leuten, die wir wiedersehen. Ich freue mich unheimlich. Die liebe Katha sehen wir auf jeden Fall gleich schon, wenn wir ankommen sozusagen, denn wir gehen vorher noch richtig lecker essen. Das wird super. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen. Ich freue mich! Und da sind wir gerade auf Empfehlung. Manchmal ist es doch wirklich, wirklich nice, einfach mal so ein bisschen auf Instagram, TikTok rumzugucken. Denn das hat nämlich Katha gefunden. Auf jeden Fall sind wir gerade im Hot Pot in Space. Heißt, hat eigentlich einen anderen Namen, aber ich nenne es jetzt aber so, weil... Komm, es ist Space. Genau, in Space. Richtig, richtig cool. Ich bin super gespannt. Jetzt wählt Muri gerade noch ein paar Sachen aus. Denn da könnt ihr euch Zutaten auswählen, auf die ihr Bock habt. Und dann kriegt ihr zwei Suppen. Und ja, aber das zeige ich euch gleich einfach ganz in Ruhe. Ist auf jeden Fall was richtig, richtig Cooles. Haben wir in Hannover auch mal gehabt. Hat leider zugemacht. Deswegen freut es mich sehr, jetzt hier endlich was zu futtern. Finde ich nice. Hast du Bock? Was? Nice. Bock? Ja, Hunger. Ganz viel Hunger vor allem. Ja, Hunger. Sieht so gut aus. Es riecht lecker. Ja, das Schöne ist übrigens, Leute, wenn ihr eine Schärfe nicht so abkönnt, die haben das so gemacht. Da ist einmal das ganz scharfe. Und die ist wirklich scharf. Und einmal mit Tomatensauce. Heißt, wenn die manchmal ein bisschen zu doll brennt, weil die brennt auch im schlimmsten Fall zweimal, haben wir noch Tomatensauce. Irgendeine Soße aus sehr viel Sesam, Knoblauch, Lauchzwiebeln und Sojakäse. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich habe keine Ahnung, was Sojakäse ist. Das ist das gute Zeug. Noch nie probiert. Ich bin super langweilig, Leute. Ich habe immer nur Knoblauch mit Koriander und Frühlingszwiebeln. Ist das für dich gemacht? Oh ja, genauso langweilig wie ich. Nur ein bisschen mehr Chili. Wie war's? Wie hat's euch geschmeckt? Es war lecker, aber ich habe nur ein halbes Eis. Stimmt, dein sieht ein bisschen mickrig aus im Gegensatz zu unserem. Was sagst du? Happy? Mhm. Ja, Katha hat Eis, ich habe Eis, Muri hat Eis, wir sind glücklich, würde ich sagen. Der dahin ist auch glücklich. Es war super, super lecker, hat richtig gut getan. Ich hatte richtig Bock mal wieder auf Hot Pot und Katha, Daumen nach oben für dieses wundervolle Restaurant. War wirklich richtig lecker, Leute. Also gönnt euch. Sehr, sehr nice. Und jetzt geht's auf zum Film. Ja, dann. So, Leute, wir sind jetzt da und ich bin sehr gespannt, wie es so wird. Ich bin richtig gespannt auf den Film. Und du? Ja, und wie? Das wird sehr, sehr schön. Ich bin super gespannt, wie es von innen aussieht. Ich habe tatsächlich noch nicht viele Kinos außerhalb von Hannover gesehen. Also außen sehr viel mit One Piece Red geschmückt und so. Ja, bin super, super gespannt. Super gespannt. Hier ist auch so eine Tombola mäßig aufgebaut, wo man am Rad drehen kann und wo man dann Sachen gewinnen kann. Und du drehst auch schon am Rad. Ja, ich merke das schon. Heute bin ich ein bisschen weird. Nur heute natürlich. Wir sind jetzt da zu der Premiere von... Ich bin gerade nervös geworden. Nein, Leute, wir sind auf der Premiere von One Piece Red. Ich bin so nervös, wie ihr gerade merkt. Oh mein Gott, mein Herz klopft gerade ein bisschen dolle, weil
es ist schon ein anderes Feeling, wenn man nicht einfach so durch den Eingang geht, sondern hinten durch eine Bar, dann hier erstmal mit ein paar Leuten chillt, Musik hat und Getränke hat, um dann in den Saal zu gehen. Ich bin überfordert, Leute. Ich bin überfordert. Das ist so ein absolut geiles Gefühl und ich bin einfach so, so happy und so verdammt dankbar. Danke nochmal an Crunchyroll für diese absolut geile Einladung. Es geht raus und ja, wie ihr seht, gemütlich ist es hier auf jeden Fall. Und nach dem Film werden wir dann hier weiter ein bisschen chillen. Wir sind zwar gerade im Gespräch, aber die zwei Süßen haben wir auch schon wieder getroffen. Spotted. Wir chillen jetzt erstmal ein bisschen. Und dann geht der Film los. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Tada! Anne ist auch da. Und jetzt machen wir das Allerwichtigste. Wir gönnen uns was zu trinken. Oh, ich habe den Koffer dort hinten. Kommst du mal kurz mit? Ich komme gleich wieder. Bye, bye. Wir wollen euch nicht länger hier warten lassen. Wir wünschen euch sehr viel Spaß mit dem Film. Jetzt geht's los. Leute, der Film war super und die Stimmung war wild. Ich habe mich sonst nur auf Konzerten erlebt. Ja, das war wirklich wie ein Konzert. Die Leute sind so abgegangen, Alter. Das Feeling. Nach 20 Jahren endlich. Oh mein Gott. Wir trinken. Und Wein. Ich meine Apfelschorle natürlich. Leute, Finger weg vom Alkohol. Ja, wir sind ja Vorbilder und ich fahre noch, geht trinke Cola. Geht früh ins Bett. Immer 22 Uhr bis 7 Uhr schlafen. Genau. Trink 2 Liter Wasser Minimum pro Tag. Ja, genau. Genau. Und Gemüse. Ja. Was sagst du zu dem Film? Er war wirklich, wirklich cool. Also es war wild. Die Musik war richtig nice, hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal Dankeschön Crunchyroll für die Einladung. Dankeschön. Viel zu dunkel, deswegen bin ich sehr froh, dass wir es nochmal abgefilmt haben, denn uns wurde gesagt, das Bild dort hinten ist ein echt extrem geiles, selbstgezeichnetes Bild und das einzige weltweit. Ja, weltweit, dass ein anderer Künstler das zeichnen durfte. Das ist Wahnsinn und es ist einfach hier, da. Und es sieht unglaublich schön aus und ich glaube, das beschreibt auch den Film, denn die Leute waren so abgeholt, Leute. Die sind so ausgerastet. Oh mein Gott. Also es war eine Stimmung wie auf einem Konzert. Leute, das war nicht Kino, das war ein Konzert. Ey, das war so heftig und richtig, richtig schön. Friends, ich bin abgeholt. Und wenn ihr den Film dann auch die nächsten Tage schauen werdet, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr ihn gefunden habt. Fandet? Gefunden habt? Egal, macht es, denn ich bin Fan. Ich bin sehr abgeholt. Selbst wenn ihr nicht in dieser krassen One-Piece-Bubble seid und alle Folgen geguckt habt, werdet ihr diesem Film trotzdem super gut folgen können, denn das ist gerade das, was Anime gut kann. Sie hauen Filme raus und ihr seid trotzdem voll drin, ihr fiebert mit und war richtig nice. Richtig, richtig nice. Leute, schaut euch diesen Film an. Schaut euch diesen Film an, Leute. Schaut ihn euch an. Und Crunchyroll, ich habe schon 100-mal gesagt, danke nochmal für die Einladung. Vielen, vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr schön. Und jetzt geht's nach Hause. Kein Berlin mehr. Jetzt geht's wieder nach Hause, nach Hannover.